Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele heute den Geist. Und zwar mit den Perks Pop Goes the Weasel, Ruin, aufgezehrte Hoffnung und niemand drin dem Tod. Und ich habe zwei Add-ons dabei. Einmal, dass meine Jammerglocke keine Geräusche von sich gibt. Und einmal, dass ich 6 Sekunden... Oh, der hat mich wohl gesehen. Nachdem ich die Glocke benutzt habe, weder Terrorradius noch den roten Punkt habe. Und ich habe eine Daily mit dem guten Kerl. Ich muss 4 Leute. Oh wow. 4 Leute erwischen, nachdem ich aus der Unsichtbarkeit rausgekommen bin. Das war natürlich aufgezehrte Hoffnung. Das ist doof. Wir haben eine Taschenlampe und einen Böller dabei. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, vor allem mit der Taschenlampe, wenn ich unsichtbar bin. Das sind Rennspuren, es ist ein Dwight und hier ist eine Kate. Die Kate hat den Böller dabei. Wo ist der hingerannt? Da ist Dwight. So, dann gehen wir dem Mann nach. Der wird jetzt die Palette werfen. Sehr gut. Da vorne läuft er und hinterher und hinterher. So, Dwight, mein Freund, wo gehst du schon wieder hin? Da ist er doch. So, da können wir den direkt mal aufhängen. Und jetzt sind alle Verletzte sehr gut. Und da hat sich der erste wieder geheilt. Ruin gibt's immer noch. Generator ist noch keiner wirklich. Obwohl, angefangen vielleicht schon. Ich bin jetzt nicht so weit gekommen auf der Map. Oh, vielleicht sieht sie mich nicht. Doch, sie sieht mich. Kriegen wir die mal auf. Und da ist auch Ruin weg. So viel dazu. Aber 3 Survivor am Haken. Noch keinen Generator gemacht. Ich würde mal sagen, damit hat sich Ruin zumindest mal für den Anfang schon bezahlt gemacht. Um am Anfang schon etwas Tempo rauszunehmen. Jetzt kann ich an ein paar Generatoren treten, dass sie wieder zurückgehen. Die sind jetzt erstmal mit Heilen und Abhängen beschäftigt. Da ist ein Dwight. Einmal. Ist es der Dwight, der eben hing? Keine Ahnung. Huch. Da ist er doch. Steht da eine Palette? Nein, da vorne steht einer. Verdammt. Aber jetzt. So, da haben wir den Guten wieder. Ich hätte schwören können, Schritte gehört zu haben. Ich bin immer so paranoid, wenn es Taschenlampen in der, im Spiel gibt. Fenster. Einmal außen rum. Okay, so. Aber den Haken mit dir. Und dann kann ich die Palette da vorne zerstören. Ja, der hing schon mal.
Diese Fässer machen manchmal Geräusche. Da denke ich, da wäre ein Survivor in der Nähe, der, keine Ahnung, eine Kiste aufmacht. An irgendwas rumwühlt, Generatoren repariert. Hi, Kate. Schade. Ja, blend mich halt, mir egal. Ach, der hat ja die Taschenlampe. Ich wollte gerade sagen, ich muss an meine Daily denken. Leute nach dem Wiedererscheinen zu schlagen. Ach, da ist ja eine Palette. Aber nicht gegen eine Taschenlampe. Wenn die jetzt nicht umwirft, kriege ich sie. Ja. Zweiter Generator gemacht. Der tat. Wobei ich den Schlag sowieso verbockt hätte, kriege ich ihn noch vor der Palette. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht gekriegt, wenn sie nicht umgedreht wäre. So, die andere Kate hat ihren Böller verbraucht. Das heißt, hier ist jemand, da muss ich aufpassen wegen der Palette. Ach ne, den haben sie ja gemacht. So. White White. Sehr schön, da ist die Palette weg. Das gefällt mir. So. Schade. Etwas zu hektisch, aber da habe ich einfach mal die Kniekehlen weggeschlagen. Bleib liegen. So. Du kommst an den Haken hier. Dann gehen wir mal gucken, was sie da vorne schon wieder am Anstellen sind. Das sind Rennspuren. Okay, doch nicht du. Ah. Ja, ist doof, dass es jetzt der Dwight ist. Der hing jetzt schon ein paar Mal. Der ist jetzt, glaube ich, auch tot. Aber mir ging es jetzt erstmal darum, einen von den Gesunden zu erwischen. Um nicht zu tunneln. Da ist er doch. So, den müsste ich jetzt noch kriegen. Hatte der auch der Tag? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihn. Ein Tod müsste auch sein. Und damit hätte ich auch schon den ersten. Du kannst jetzt wickeln, so viel wie du willst. Es wird dir nichts nützen, mein Freund. So, und dann gehen wir mal weiter suchen. Der ist halt angefangen. Vier Generatoren sind gemacht. So, jetzt probiere ich mal, ob ich mit meinen Addons was Sinnvolles hinkriegen kann. Okay, dafür sind die halt mega. Man versteckt sich irgendwo, kann dann aus dem Nix heraus angreifen. Das kann tatsächlich sehr gut funktionieren. Nein, die kriege ich hier nicht. Muss ich noch eine Runde laufen? Jetzt habe ich sie. Jetzt dürfte die nicht mehr wegkommen. Yep. Keine Ahnung, welche von den Kates jetzt schon zweimal hing. Ich glaube, eine von denen hing schon zweimal. Ob das die ist oder nicht, werde ich jetzt gleich sehen. Die hing noch gar nicht. Okay, das ist interessant. So, dann schnell nach Generatoren gucken. Weil das so eine klassische Situation ist, wo die einen Generator durchziehen können. Weil die noch sehr viel Zeit hat, die sie hängen kann. Okay, da springt eine Runde.
Also, mit Popcorn zu Weasel dran treten. Das ist wichtig. Die andere wird jetzt erstmal retten gehen. Oh oh. Erstmal dran treten. Dann gucken, wo er hin ist. Zu den Schrank. Hi, Dwight! Sehr schön. Aber ich glaube, da hing auch erst einmal. Ein Idiot hätte da besser mit Popcorn zu Weasel dran getreten. Aber der ist tot. Von daher ist es jetzt alles halb so wild. Der geht noch zurück. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die andere aufgehängt habe, dass ich ungefähr einschätzen kann, wo die sein können. Da haben sie noch gar nicht angefangen. Der geht noch zurück. Also bleibe ich mal hier in der Gegend. Da ist die Kate. Die probiert das gleiche Spielchen wie Dwight eben. Da ist er. So. Mal schauen, wie lange die mich hinhalten kann. Egal, die mache ich jetzt weg. Blend mich von mir aus. Und nach links. So, Schätzchen, jetzt mach mal. Da ist ja noch eine Palette. Na, herzlichen Glückwunsch. Und da ist wohl deine Taschenlampe leer, was? Das ist ja doof. Die hat sich geheilt, die andere Kate. Einmal. Oh, schön benutzt es der Tat. Hat sie gut gemacht. Und da hab ich sie. So. Ich könnte die jetzt liegen lassen, um die andere Kate zu finden. Wo hat die den Jen angemacht? Da hinten. Und die Ausgänge sind hier. Okay, die kann halt jetzt sowohl Luca als auch beide Ausgänge finden. Potenziell. Den hier hat sie, glaube ich, angemacht. Wir haben alle Totems zerstört. Ich habe keinen Nöt. Ich patrouilliere mal die Ausgänge. Guck mal, ob mir da die Luke über den Weg läuft. Da ist sie. Hier ist die Luke. Ich mach die Luke erstmal zu. Ich hoffe nur, ich verschwende hiermit jetzt nicht zu viel Zeit. So, hier war sie eben irgendwo. Da ist sie doch. Hi. So, ja. Hui. Das war wohl kein allzu gutes Versteck, finde ich. Aber damit haben wir alle erwischt. Daily müsste ich geschafft haben und die Addons, die Addon-Kombination liebe ich. Ich glaube, das ist der einzige Killer, bei dem so eine Kombination aus einem roten und einem braunen Addon so viel Sinn macht. Mir fällt spontan kein anderer ein. Ja! War eine schöne Runde. War gegen Ende jetzt auch noch eine spannende Runde. Daily geschafft. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren.
So, einen Kuchen hatte ich auch dabei. Das müsste für ordentlich Punkte sorgen jetzt. 400 Punkte fehlen für die perfekte Runde. Aber ist okay. Ist okay. Ich will mich nicht beschweren. Sowas nervt. War, glaube ich, eine Deutsche. Okay, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Falls nicht. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Falls es euch nicht gefallen hat, sagt mir bitte warum. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein.